Welcome back, ihr krassen Dinguzern. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im MyTeam-Modus. Heute geht's in Season 3 auf nach Baku ins Qualifying. Und Obert, es gibt wieder eine kleine Wetterüberraschung im Qualifying, denn wie viele Wetteranzeigen gibt's, die man da ablesen kann? Ich glaube von wie 8 oder 6 Stück, wo da ne, die Wetterdaten eingetragen sind, sind bei den letzten zwei, wie nennt man das? Blöcken? Wetterblöcken? Auf jeden Fall Regen eingetragen im Qualifying. Rennen an sich wird trocken. Apropos trocken. Hoffen wir mal nicht, dass das. Muss ich kurz überlegen. Dass dies wöchentliche Rennwochenende nicht trocken bleibt in der Formel 1. Denn Formel 1 fährt jetzt wieder in. Mugello wollte ich schon sagen. Imola. Und naja, Trockenrennen in der Regel nicht die spannendsten. Außer es wird nass. Beste, einer der besten Rennen immer noch, obwohl es ist schwierig zu sagen, immer einer der besten Rennen, weil kaum wird es ein bisschen außergewöhnlich, neigt man direkt dazu zu sagen, oh, einer der besten Rennen. Hier war ein echt spannendes Rennen, war zum Beispiel letztes Jahr in Istanbul das Regenrennen. Gut, es war nass, es hat geregnet und es gab neuen Asphalt, wo überhaupt kein Gummiabrieb drauf war. Aber egal, springen wir zurück zum Qualifying. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich so ausgeholt habe. Nun, spuren wir der Bums vor. Und hoffen, dass die Strecke noch ein bisschen wärmer wird. Ja, wann fahren die alle rein? Jetzt müssen die, glaube ich, alle reinfahren. Dann fahren wir natürlich wieder raus. Ja, Park für mich. Alles klar. Mein Controller, wo mein Headset angeschlossen ist, blinkt grün. Warum blinkt es grün? Es leuchtet doch immer nur grün. Nun, eventuell wird in diesem Moment der Spaßsound nicht aufgenommen. Habe ich auch mal gleich mal gecheckt, ob das Headset-Mikrofon auch schon unten ist, weil wenn das hochgeklappt ist, ist das dann auf Mute. Das habe ich stolzerweise noch nie geschafft, eine Aufnahme zu starten, zu labern und dann zu merken, mein Headset war ganz hart auf Mute. Oh, die Williams Boys sind hinter uns. Und mit ein bisschen Glück fahren die jetzt rein. Deshalb lasse ich die auch vorbei. Oh, warte mal. Obwohl, ja. Heute kann man ausmachen. Oh, auf der Start- und Zielgerade ist jemand vorbeigesaust. Wer war es? Das war ein Ferrari. Und jetzt war es ein McLaren. Hören wir noch den Alpha Tauri hinter uns? Aha, super leise. Also für euch wahrscheinlich überhaupt nicht zu hören. So, kurz mal auf die... Oh ja, das habe ich geahnt. Ich habe mich zu wenig auf die Reifen konzentriert. Oh Lord, fast ein Feuerball ausgelöst. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, bis hinter uns gleich der Mercedes kommt. Oh. Fahr vorbei. Fahr vorbei. Big up in die Box, Mercedes. Ja. Perfekt. Ja, passt alles. Ah, die zweite Kurve, die kriege ich nicht hin. Im Land der 90-Grad-Kurven kriege ich die zweite 90-Grad-Kurve nicht hin. Aber sonst jeder andere. Ah, ein bisschen spät gebremst. Aber in Q3, da ist so viel Puffer, um weiterzukommen ins nächste Qualifying. Da kann man sich noch ein bisschen
paar Experimente kann man sich da noch erlauben. Für ein Top-Team natürlich. Also, nur für uns. Team Aston Martin. Legal. Kein Cutting. Legales Cutting. Lewis Hamilton Cutting. Ich bin echt gespannt, wann jetzt der Regen kommt. Fun Fact, natürlich gab es im Training wieder keinen Regen. Warum auch? Warum auch im Regen Training haben? Komplett überflüssig. 3, 2, 1. Hopp. So, wie viel kriegen wir drauf? Training war mal mein Top 358. Plus Windschatten natürlich. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja gut, dann porten wir uns in die Box. Da sparen wir Benzin. Oh ja, Gandalf, beam mich ab. Was ist unsere Zeit? Uiuiuiui. Oh, übrigens, Vettel ist Zweiter. Fun Fact. Er hat eine 5 Plätze Grid Penalty. Aber Nick de Vries, wo ist er? Den haben wir nicht mehr gesehen. Der hat auch eine 5 Plätze Grid Penalty, weil in Runde 7 von Training 1 hat de Vries Vettel gerammt und hat dadurch eine 5 Plätze Grid Penalty bekommen. In der nächsten Runde, in Runde 8, hat Vettel de Vries gerammt. Damit Vettel eine... Also, holy shit. Das ist schon stark. Oh, Vettel nur noch 4 Hundertstel hinter uns. Aber, ne, momentan durch die Grid Penalty. Hier so. Nee, oder hier so? Hier so. Sonst gibt's doch irgendwas Spannendes. Irgendjemand? Nee, nix. Dann weiter. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich mega, wieder Baku fahren zu dürfen. Weil ich finde Baku einfach eine geile Strecke. Zwar sind es 90 Grad, also gefühlt 90 Grad Kurven. Zu viele 90er Zahlen gerade. Gehirn war überfordert. Aber ich mag sie. Weil es ist ein Startkurs. Man hat trotzdem Platz, aber die Banden sind auch da. Dieser Regen wird mindestens eine Viertelstunde lang weiter zunehmen. Dann prügeln wir mal mit denen hier raus und hoffen, dass keiner unsere Zeit toppen kann. Bereit. Noch werden uns die trockenen Reifen empfohlen. Jetzt von Sekunde zu Sekunde wird die Strecke nasser, langsamer und schlimmer für die Slicks. Wir können uns nicht erlauben, hier, wenn alle auf trockenen Reifen fahren, wir dann später mit Inters nachziehen müssen. Ui. Okay, dann müssen wir direkt mal den Diff runterstellen hier. Bremse natürlich auch. Hotlap auch. Ich will jetzt auch noch eine bisschen zackigere Outlap hinlegen. Egal, wie die Reifen morgen im Rennen... Aber... Uiuiui, Bock gehabt. Hahaha. Wheelspin im fünften. Das wird interessant. Ach du heilige Scheiße. Ich habe jetzt auch sowas von Schiss gerade. Es ist mir erst jetzt in den Kopf gekommen. Die letzten Kurven auf der Geraden, die man eigentlich Vollgas fährt. Das wird jetzt gleich ein Experiment. Wie das Auto sich da verhalten wird. Oh Gott, ich bin ein bisschen vom Gas gegangen. Da konnte man nach unten diesen wunderschönen grünen Balken da am Bildschirmrand sehen. Aber wir haben noch DRS, das heißt, es ist immer noch Slickwetter. Oh Gott, oh Gott.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist super rutschig. Kein gutes Zeichen, dass der Williams hinter uns näher kommt. Absolut kein gutes Zeichen, dass der Williams hinter uns näher kommt. Das ist ein echt schlechtes Zeichen, dass der Williams uns gerade überholt. Wir porten uns, Leute. Wir brauchen die Inters. Holy shit. Für was? Wir hatten kaputten Oh. Wo? Wann? Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Okay, das ist halt alles gerade nicht gut. Alles gerade einfach nicht gut. Alles fertig, wir sind bereit. Top 10. Das wird jetzt wirklich knifflig, die Top 10 zu erreichen. Es fühlt sich jetzt auf jeden Fall besser an. Aber die Leute, die jetzt in der ersten Sekunde gleich rausgeprügelt sind, die haben jetzt einen Vorteil. Erstmal hier wieder die Grenzen ausloten. Was kann der Grüne? Was will er? Was will er nicht? Auf jeden Fall jetzt später bremsen. Gott, oh Gott, hier Vollgas ist aber auch wieder eine ganz knifflige Nummer. Oh Gott, Auto stop. Stop drifting. Reifen sind gut, vorne ein bisschen kühl, aber geht eigentlich noch. Warum kam das Tech? Jetzt natürlich ohne DRS auf der Geraden auch noch ein kleiner. Ja. Kleiner Bremser. Nicht gut. Gleich die Nase angeknackst. Ah. Das wird nichts, glaube ich. Das wird nix.
Heilige Makrele. P4. Hamilton auch jetzt mit roten Reifen. Grünen Reifen. Der Tank ist leer. Für die Fans. Oh, wir planken ein. Okay, gut. Zurück. Upsi. Das wollte ich schon mal machen bei einem Ligarennen. Monaco wie. Monaco-Löwskurve. Wie Bottas rumdriften. Dann war meine Front rot. Das war nicht so gut. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1. Aber ich habe auch mit ein paar Dudes gespielt, die das Spiel neu hatten. Und da geht es mehr um das Spiel denjenigen beizubringen, anstatt zu dominieren. Nun. Ja, wir sind safe weiter, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich dachte, ja gut, 17. ist auch in Ordnung. Aber 4. ist noch in Ordnung, richer. Was ist die krassere Form von in Ordnung? Wir finden es nie raus. Ich überlege gerade. Paletti. Alles Paletti. Ist die Steigerungsform von in Ordnung. Aber alles Paletti kannst du als Frage verwenden. So, alles Paletti? Aber auch als Antwort. Alles Paletti. So, alles Paletti? Alles Paletti. Alles ist Paletti. Nun. Kommen wir zurück zu den wichtigen Themen. Der Regen scheint in den nächsten 10 bis 15 Minuten stark nachzulassen. Du wirst wohl mehr Grip haben, aber trocken wird es nicht sein. Ja. Spuren wir einfach mal vor. Und hoffen auf das Beste. Was sind die Rundenzeiten eigentlich? 1,50. Was ist die Runde? 1,50. Oh mein Gott. Die Truppe ist schon weg. Ich muss hinterher. Ist Hamilton jetzt reingefahren? Nee, rausgefahren. Wir sind die letzte Box. Okay, der hat auch eine super schnelle Outlap dann vor. 20 Sekunden sind wir gerade im Plus. Bevor die Session zu Ende ist. Also wenn wir jetzt im Renntempo fahren würden, sind wir in 20 Sekunden extra Zeit über die Ziellinie. Das heißt, wir haben eine Gap von 20 Sekunden. Mal zügig fahren, aber nicht zu zügig. Die Reifen wollen auch ein bisschen lieber abhaben. Sonst haben die gleich überhaupt keine Lust mehr. Ich muss auf jeden Fall vor den hinter mir anrückenden Autos bleiben. Bis ich die alle vorbeilasse, habe ich locker 30 Sekunden lost. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, noch 0% auf den Reifen. Vorhin links ist er so gut wie gar nicht angerührt worden. So, auf geht's, ab geht's. Oh Gott, das Heck. Es schwingt. Bisschen früher gebremst, weil ich die Curbs nicht gesehen habe, die eigentlich mein Bremspunkt sind. So ein, zwei Meter bevor rechts zur ersten Kurve hin die Curbs anfangen, da wird gebremst, aber im Regen ist es manchmal ein bisschen knifflig, die zu entdecken.
Gibt zu viel Gas noch am Kurven-Exit. Zu viel Wheelspin. Shortshiften würde da helfen, aber da bin ich zu clever für. Jetzt hoffen und beten. Hände sind vom Lenkrad. Klatschen und beten. Klasse, du bist auf der Pole Position. Hände vom Lenkrad, dem hat geholfen. Kann man auch machen bei 300. Was war das? 340 Sachen? Ah, immenser Fortschritt im Season Pass. Ich glaube, das war noch unübertrieben, noch nicht mal ein halber Millimeter. Der Regenmeister, Sebastian Vettel. Erste verabschiede ich mich von Ihnen. Keine Zeit für volle Namen. Seien Sie auf jeden ein Zehntel vor Vettel. Wenn es ums Eingemachte geht. Gut, ein Zehntel vor Vettel. Aber wie gesagt, Vettel startet dann schön von der 7. 2 plus 5 sind in der Regel auch 7. Diesen Fauxpas leiste ich mir nicht nochmal. Diesmal wird plus 5 richtig gerechnet. Also sonst die Abstände Bottas und Hamilton, die haben ja untereinander eine Riesenlücke. Das sind 6 Zehntel, die Bottas schneller ist. Das ist viel. Nun. Sonst noch irgendwelche Überraschungen? Lando. Lando ist 10. und sonst, ja, nö, nix. Nix Weltbewegendes. Dann x'en wir uns mal hier aus der Session raus. Und rein geht's ins Blackscreen-Abenteuer. Achso, was kommt denn jetzt noch? Ich habe diese Musik, die gerade kam, die erinnert mich an die immer an diesen Ladebalken, der, ne, wo man diese Einrichtung sieht, die sonst nichts mit dem Spiel zu tun hat. Die ist einfach nur für den Ladebalken da. Aber irgendwie nicht für mein Team oder Fahrermeisterschaft relevant. Aber nee, das ist nur die Anzeige für welcher Fahrer, ne, hier wert wie viel XP bekommen. Okay, das nennt sich wohl ein erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, Jeff, wie wär's denn mal in F1221 mit neuen Texten? Wie wär das mal was? Oder zur Not spreche ich die auch ein. Dann kommen dann nächstes Jahr Sätze wie: Mensch, ihr habt ja richtig weggeorgelt, die Idioten. Das wäre richtig gut. Da werde ich auch 100 Euro bezahlen für solche Sprüche. Okay, haben wir sonst noch was Interessantes? Haben irgendwelche Teams was entwickeln wollen? Nee. Mercedes hat eine ganz kleine Lernkurve. Aber sonst, Williams hat noch einen kleinen Sprung gemacht. Alle anderen haben kleine bis gar keine Lernkurven. Also kleine Lernkurven bis gar keine Lernkurven. Schade. Wann kicken mal diese 30 ultimativen Upgrades von den Teams rein? Kann ja nicht sein, dass wir so viel entwickeln können, die anderen aber nicht. Die sollen mal nachziehen da. Stimmt mit denen nicht. Aber na gut. Leute, morgen das große Rennen, komplett im Trocknen von P1. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Ich drücke mir selber die Daumen, dass ich irgendwas zu bocken werde. Von daher, Leute, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin nochmal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.